bin die Mira und jetzt geht's los. Wir befinden uns heute nämlich im Urlaub. Hallo, hallo. Wo befinden wir uns heute? In Wernigerode irgendwo in der Nähe, kann das sein? Genau, ja. Und das heißt, wir besuchen jetzt eine Tropfsteinhöhle und wir sind jetzt auf dem falschen Parkplatz. Und das heißt, wir müssen jetzt gerade mal ein bisschen hochlaufen. Und drinnen ist absolutes Fotografier- und Filmverbot, deswegen kann ich euch dann nicht mitnehmen. Aber wir gehen jetzt in die Baumannhöhlen, in die Tropfsteinhöhlen. 80 bis 100 Meter da hinten, also da lang, da hinten. Ja. So ultra krasses Wetter heute. Also wie viel sagt dein Auto? 9 Grad. Aber in der prallen Sonne sind es auf jeden Fall eher so 15 Grad und auf jeden Fall Pulloverwetter. Jacke braucht man safe nicht. Ja, Tropfsteinhöhle war sehr, sehr cool. Wirklich absolutes Film- und Fotografierverbot. Deswegen, da konnten wir echt nichts machen. Wir konnten noch nicht mal ein Steinchen klauen. Der hat aufgepasst wie so ein Schießhund. Ja, die Frau war sehr, sehr unhöflich. Das ist ja immer so eine geführte Tour und sie redete in einem sehr entspannten Tonfall. Und wenn Sie hier rechts schauen, haben Sie etwas Fantasie. Es ist ein Weihnachtsbaum. So vollkommen lost. Also richtig eklige, unangenehme Stimme. Ja, kann man leider nicht ändern. Aber war ganz sehenswert, ja. Wir haben ja ein Kombi-Ticket geholt, Himmel und Hölle. Das heißt, wir fahren jetzt in die Rapp-Bodetal-Sperre und wir laufen über die Seilbrücke. Ja. Und das filmen wir jetzt gleich noch. Und das filmen wir auf jeden Fall. Das heißt, wir ziehen uns gleich die GoPro an, ja, und dann geht's ab. So, Mira, was hast du denn da jetzt vor? Wir sind jetzt hier an der Rapp-Bodetal-Brücke, Titanenbrücke. So. Ich sterbe gleich. Nein, du stirbst nicht. Schön festhalten. So, super. Halten die alle winken. Ich glaube, die halten alle. Es geht aber ganz schön tief runter hier. Bist du wahnsinnig? Nein! Boah, ist ganz schön windig jetzt hier aber auch. Wow, wow, wow. Ist ganz schön windig hier. Ja, vor allem, ich denke mal, wenn wir abstützen, hilft es auch nicht, dass ich das Geländer anfasse. Nee. Na doch, vielleicht, wenn man mit dem Geländer mitschwingt. Ja, aber ich fall doch so oder so. Oh, ihr fall nicht. Auf geht's, komm. Ja, schon klar. Aber guck mal, wie beeindruckend es mit dem Wasser aussieht. Einfach krass.
Also, für die, die es nicht sehen, die Mira filmt hier. Da, so gerade. Und das Wackeln kommt nicht von der Kamera. Das kommt von der Brücke. Boah, der Wind pfeift hier ganz schön. Und, wie gefällt es Ihnen bisher? Endlich. Okay, ja, wir sind jetzt in der Mitte der Brücke angekommen und man gewöhnt sich ein bisschen dran, aber es ist irgendwie verdammt hoch. Und? Voll schön. Ich finde es windig. Windig, ja. Hört man das? So, ich filme mal kurz runter, wie weit es runter geht. Ja, schmeißt es. Nein. Hast du wirklich Angst, so Angst? Ja. Fürchtest du nicht? Es wackelt übertrieben stark. Komm mal her. Also weil ich doch ein Schisser bin, laufen wir auf dem Staudamm zurück. Den habt ihr ja eben schon von der Brücke gesehen. Ja, der hat nämlich festen Untergrund. Nach langen Suchen sind wir jetzt hier in der Unterkunft angekommen. Die Unterkunft kostet ja 25 Euro die Nacht. Und ja, weil ich Amazon Prime-Mitglied bin, habe ich nur 23 bezahlt, ich Fuchs. Und ja, hier ist die Eingangstür. Und dann kommen wir hier einmal zu dem Herzstück. Hier ist nämlich die schöne große Küche. Und ja, da ist was zum Putzen. Schöner großer Esstisch. Das wäre der Kühlschrank. Und ja, hier eine krasse Küchenzeile. Mit allem drum und dran, was das Herz begehrt, wirklich, hier fehlt es einem an nichts. Perfekt, wirklich. Und ganz ehrlich, im Prinzip sind wir besser ausgerüstet als wir zu Hause, weil hier steht eine Mikrowelle. Haben wir zu Hause eine Mikrowelle? Nee, wir haben einen, so einen Toastofen. Ja, und dann kommen wir hier auch in die Stube. Und ja, hier haben wir einen schönen alten Schrank, ja, mit Nippes drinne. Eine fette Anlage, einen fetten Fernseher und ja, hier ist die krasse Ledercouch, kann man echt nicht meckern, ne? Also vielleicht über die Wand schon, aber ansonsten kann man echt nicht meckern. Hier wäre der zweite Essbereich, hervorragend, ja. Und wirklich richtig tolle, stabile Stühle, also kein Ikea-Scheiß, also das hier ist glaube ich Poco, aber ja, finde ich schon mal echt sehr, sehr gut. Hier ist der Flur. Und wirklich ganz, ganz tolle Details hier. Also man, die Wohnung hat auf jeden Fall Potenzial, würde ich sagen. Also hier mit dem Rundbogen, der ist schon echt sexy. Ja, hier ist der zweite Flurabschnitt. Und hier überall liegen gerade Teppiche rum. Und ja, jetzt kommen wir in unser Heiligstes. hier kann ich mal nicht zeigen. Warten Sie, ich muss hier erstmal den Raum zeigen. Ja, ja. Also, hier ein Nachtschränkchen, schönes, geiles Grau an der Wand.
Bett Nummer 1 und Bett Nummer 2 und 3 mit Fenster. Ja, ich finde, sieht echt gut aus. Kann man wirklich nicht meckern. Und ja, jetzt kommen wir zum Elternschlafzimmer. Haben wir hier nochmal erstmal das Kinderbett. Hier nochmal ein Spiegel natürlich. Das darf nicht fehlen. Hallo! Und echt süße Kissenbezüge, oder? Wirklich echt total süß. Und ja, hier wisst ihr Bescheid. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Fenster. Und ja, es war mal gelb, deswegen ist weiß jetzt wirklich die bessere Variante. Ja, und dann wäre hier noch ein Fenster und wir haben oben noch große Kopfkissen. Das ist wirklich alles sehr, sehr schön. Da können wir echt nicht meckern. Kommen wir hier ran? Nee, ist abgeschlossen. Auf jeden Fall, man hat hier genug Platz, seine Sachen zu verstauen. Und ja, den Teppich hier finde ich auch nicht schlecht. Ich mag das Muster sehr gerne. Achso, ja, hier ist noch die Toilette. Hallo! Hallo! Ja. Hier ist schon das Licht auf jeden Fall. Mehr Licht gibt es leider nicht. Und hier gibt es noch einen guten Boiler. Also da oben. Hallo! Kannst du bitte gehen? Ja! Man riecht es! Geruchs-TV! Ja. Ne, jetzt müssen wir erstmal noch mal kurz einkaufen gehen. Wir brauchen nämlich noch Abendbrot. Ich hatte ja was mitgenommen, aber mein Mann hat natürlich noch Hunger. Das heißt, da werden wir gleich mal was besorgen. Ich setze mich hier auf den krassen Hocker. Ach ja, ist aber bequem, ne? Kann man, ist schon ein bisschen gemütlich, muss man schon mal sagen. Ja, das heißt, wir gehen einkaufen. Zoo ist gestrichen, schaffen wir zeitlich absolut nicht mehr, weil es ist jetzt schon, es ist jetzt 18 Uhr. Und ja, dafür haben wir einfach keine Zeit mehr. Das ist wirklich jetzt gestrichen, der Zoo. Das tut mir auch leid, weil wir wollten nicht allein den Zoo machen, sondern mit Bekannten und die müssen das jetzt alleine machen. Aber weil so viel halt schiefgelaufen ist, also beziehungsweise was heißt schiefgelaufen, wir mussten halt sehr lange warten. Hier in Sachsen ist gerade Urlaubssaison, deswegen war das alles sehr, sehr voll. Und die Fahrtwege, die haben halt auch ein bisschen länger gedauert. Es hat bei Google Maps wurde mir das ein bisschen anders angezeigt und es hat jetzt halt doch echt nochmal 1,5 Stunden gedauert, bis wir hier in der Unterkunft angekommen sind. Wir gehen jetzt Essen kaufen. Wir brauchen auch noch Zahnbürsten für heute Abend und morgen früh. Wir brauchen nochmal Brötchen für morgen früh zum Mitnehmen, weil Frühstücken tun wir ja in Leipzig. Das heißt, für heute, denke ich mal, war es das mit der Kamera. Aber morgen früh nehme ich euch auf jeden Fall wieder mit und dann geht's weiter, weil die Sachsen-Therme machen wir natürlich trotzdem noch. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Sind Sie wach? Ich bin wach. Jetzt ist aber Schluss hier. Was machen wir jetzt? Wir sagen schon mal Tschüss, weil wir haben hier alles gepackt. Und die Küche sieht immer noch so aus. Und was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt weiter nach zum Erik. Zum Leipzig-Erik. Und da besuchen wir den und danach fahren wir in die Sachsen-Therme. Und super. Ich habe einen Zopfi. Kannst du den filmen bitte? Ja. Guck mal, wie süß mein Zopfi ist. Da muss ich hier die Klappe machen. So. Hast du wirklich sehr, sehr schön gemacht. Die sieht wirklich sehr gut aus, die Frisur. Perfekte Sachsen-Therme-Frisur. Sehr gut. Let's go! Juhu! Ja, es ist jetzt ultra windig. Und wir waren jetzt eben bei unseren Bekannten. Und es war sehr, sehr lecker, weil wir haben geile Zimtschnecken bekommen. Jetzt stehen wir schon Sachsen-Therme. Ja, es ist jetzt mittlerweile gleich um 12. Und dann gehen wir jetzt einfach mal schauen, wie lange wir durchhalten. Thank you.
Wir haben uns ja dieses Himmel- und Hölle-Ticket gekauft. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil die Tropfsteinhöhle ist sehr, sehr schön. Wobei die eine gerade geschlossen ist, wegen Fledermäusen. Aber ja, man hätte sowieso nur eine Tropfsteinhöhle angucken können von beiden. Ja, das heißt, ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren für weitere geile Location-Besichtigungen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!